Herzlich willkommen in deinem Lieblingspodcast, dem Da merkst du was Podcast. Mein heutiger Gast ist seit 28 Jahren professionell in seinem Business aktiv und im Kreise der Versicherungsvertreter und Makler sehr bekannt. Sein Weiterbildungsinstitut ist die erste Adresse, wenn es um professionelle Agenturentwicklung geht. So gehört er zu einer der Größen, die in diesem Segment tätig sind. Zudem ist er mehrfacher Buchautor, Keynote-Speaker und Trainer. Ich nenne ihn einfach Mr. Prozess und sage herzlich willkommen im Da merkst du was Podcast, lieber Steffen Ritter. Hallo lieber Jens, grüße dich. Ja, lieber Steffen, bei mir sind halt einige Zuhörer da, die dich vielleicht auch noch nicht kennen. Vielleicht kannst du so ein kleines bisschen was zu dir sagen. Ja, ich komme aus dem Norden von Thüringen und habe eigentlich Lehrer studiert, habe aber während des Lehrerstudiums gemerkt, dass ich doch kein Lehrer werden möchte. Das entstand, indem ich viele Lehrer kennengelernt habe. Und die Lehrer, die ich kennengelernt habe, die waren irgendwie, zum Teil nicht alle, seltsam nach 20, 30 Jahren Berufstätigkeit. Und das hat mir nicht so Neugier dann auf den Beruf vermittelt. Und deswegen habe ich mein Studium fröhlich beendet und habe dann im fünften Studienjahr meine Firma gegründet und dachte mir, wenn du jetzt schon nicht Lehrer wirst, wie du eigentlich werden wolltest, dann könntest du trotzdem in der Bildung was machen, in der Erwachsenenbildung was machen, habe meine Firma gegründet und habe mich sehr schnell konzentriert auf Agenturen, Versicherungsvermittler, Makler der Versicherungslandschaft. Das wiederum hängt damit zusammen, dass ich das Thema extrem spannend auf der einen Seite und auch extrem wertvoll finde. Ja, sehr interessant. Gab es denn für dich so grundsätzlich, als du dich damals dazu entschieden hast, dieses Weiterbildungsinstitut zu starten, irgendwie so einen Schlüsseleffekt? Also hast du gesagt, also ich habe eine Erfahrung gemacht mit einer Versicherungsagentur oder mit irgendjemandem und sagst du, boah, da muss ich unbedingt was machen? Oder ist das einfach nur aus dem, sag ich mal, Lehrertätigkeiten herausgekommen? Das war eigentlich völlig banal. Ich saß in Halle Saale im Biergarten, dort habe ich studiert und habe mit einem Kommilitonen, mit einem Freund von mir überlegt, wir beide wollten dann doch kein Lehrer werden, aber wollten der Vollständigkeit halber das Studium fertig machen. Und dann saßen wir da beim Bier, beim zweiten, beim dritten Bier, haben wir die Saale geschaut und überlegt, was könnten wir jetzt mit dem angefangenen Leben so tun? Und mir war nur klar, ich möchte weiter Menschen ausbilden, weiterbilden, trainieren, halt dann nur nicht Schüler an einer normalen Schule, in Regularien des Schulbetriebs, vor dem ich übrigens großen Respekt habe, also für allen, die da Tag für Tag, das ist eine gesellschaftspolitisch extrem wichtige Aufgabe, auch wenn ich es nicht werden wollte. Na, da saß ich da bei meinem Bier und dann habe ich über die Saale eine Versicherungsagentur gesehen und zwar war das eine Versicherungsagentur der damaligen Deutschen Versicherungs AG, später Allianz. Das war so ein Ostnachläufer quasi. Und dann dachte ich mir, dritte Bier war in mir, dann machst du einfach was für die, für Versicherungsagenturen. Und mein Freund sagt zu mir, coole Idee, hast du keine Ahnung von all dem. Und dann habe ich mir in den nächsten anderthalb, zwei Jahren enorm viel Ahnung von eben dieser Zielgruppe verschafft. Sehr spannend. Also aus der Bierlaune heraus ist ein richtig erfolgreiches Business geworden. Sehr spannend. Ja. So kann man das sagen. Ich habe am Anfang, habe ich den Agenturen, Maklern, weil ich hatte ja als Unternehmen keinen Namen, ich hatte keine Ahnung, ich hatte eigentlich mit einem kurz vor Ende stehenden Lehrerstudium nicht viel mehr, habe ich dann Agenturen und Makler angeschrieben in Thüringen und in Hessen und habe denen angeboten, ich komme anderthalb Tage in eure Firma, gucke mir das alles so an, wie es läuft und am zweiten Tag Nachmittag sage ich euch, was ich im Marktvergleich anders machen würde. Ich hatte am Anfang keinen Marktvergleich, aber das war so meine Idee, überhaupt erstmal Kontakt aufzunehmen mit eben dieser Zielgruppe und habe dann gemerkt beim dritten, die Resonanz, die war grandios. Also ich komme da gratis irgendwo hin und ich habe auch geschrieben, Unternehmen in Gründung. Ich habe in diesem Vierteljahr, vier Monaten, habe ich Erfahrungen in der Branche gesammelt, die wahrscheinlich wenige sammeln, so komprimiert, so viele verschiedene Betriebe kennenlernen zu können und habe sehr schnell gemerkt, was da irgendwie gefühlt schief läuft. Das sind ähnliche Dinge. Und so entstand quasi der Schritt in diese Branche und auch in der Schritt in diese andere Erwerbstätigkeit mit Gründung meiner Firma. Ja, sehr spannend. Also wie das dann auch so kommt. Und vor allen Dingen ist das ja auch schon, der Podcast hat ja immer so die Idee, auch dass der Zuhörer ein paar Tipps kriegt.
ist es auch manchmal so, wenn man etwas Neues gründen möchte, wenn man einen neuen Weg gehen möchte, muss man auch einfach mal ein bisschen was investieren und auch mal unorthodoxe Wege gehen, ne? Also einfach mal zu sagen, ich bin mal 1,5 Tage irgendwo für umsonst, um dann zu lernen, ist ja ein Weg, den vielleicht nicht jeder so einfach geht. Ja, das war für mich, muss ich zugeben, damals ein Tick einfacher, weil ich das einfach im 5. Studienjahr gemacht habe, wo ohnehin nicht mehr schreibst du eine Arbeit und so, da hast du nicht mal den riesen Stress. Und schreiben konnte ich schon immer recht gut und schnell. Das ist also eine, ich kann viele Sachen nicht. Ne, handwerklich bin ich eine völlige Niete, aber schreiben kann ich extrem gut. Und deswegen war die Arbeit für mich kein Problem. Ich hatte Zeit und habe die Zeit halt in der Form genutzt. Aber es war natürlich eine Investition, weil du musst irgendwo hinfahren, musst tanken. Ja, das ist natürlich, ich hätte auch irgendwo arbeiten können, Geld verdienen können. Und so habe ich halt meine Zeit investiert in den späteren Erwerb. Also eigentlich eine ganz normale Investition in die Zukunft. Ja. Und was ich spannend finde, was ich sehr spannend finde, ist, heute werde ich ganz oft gefragt von Agenturen, von auch anderen Unternehmern, die unser Institut kennenlernen, kann ich denn noch in irgendeiner Zielgruppe Fuß fassen, wo doch der Markt verteilt ist? Aus meiner Sicht, der Markt ist nie verteilt. Du kannst immer überall Fuß fassen, wenn du es einfach gut, anders und besser machst. Ja, sehr spannender Tipp. Und das ist, ich sehe das genauso. Also bei mir ist es noch so, dass ich ein Themenfeld mich da spezialisiert habe im Bereich Cyberabsicherungen und auch Cyberrisikoberatung für Unternehmen. Und da gibt es halt auch noch nicht so viele. Ne? Also ist auch ein Themenfeld, wo ich merke, da ist ein Bedarf da und da kann ich mich spezialisieren und auch als Experte wahrgenommen werden. Ja, finde ich gut. Eine Stärke hast du gerade schon genannt, also dass du schnell schreiben kannst. Aber welche Stärken haben dich denn auch wirklich erfolgreich gemacht noch? Wenn du so mal in dich hineinschaust, was sind so deine Stärken? Ich glaube, ich habe eine enorme Disziplin. Wenn ich mir Sachen vornehme, dann brauche ich niemanden, der mich antreibt, der mich erinnert oder der irgendwie mir in den Hintern tritt, dass ich irgendwelche Sachen mache. Wenn ich etwas möchte, dann mache ich es und nehme ich es mir vor und dann mache ich es. Ich habe auch den Glauben, dass ich es gut mache. Das ist immer so ein Stückchen an der Grenze zur Selbstüberschätzung. Oder heute sagt man ganz oft, aus der Komfortzone ausbrechen der Dinge, die man noch nie gemacht hat. Ich probiere mich gern aus und teste gern immer so den nächsten Schritt. Und wenn ich mir halt dann was vornehme, dann mache ich es auch. Ich glaube, das ist, wenn du so willst, die einzige Stärke, die mir gerade einfällt. Ansonsten glaube ich, ich glaube sogar, dass man damit sehr, sehr viel erreichen kann. Man muss nicht überall genial sein, wenn man dranbleibt. Der Fleißige schlägt auf Dauer immer das Talent. Ja, also wenn ich dir so folge auf den Social-Media-Kanälen, habe ich da vor kurzem auch wahrgenommen, dass du ja diesen Marathon gelaufen bist, ne? Ja, das war witzig. Das war insofern witzig, als dass wir hatten es eben schon ganz kurz mal im Vorgespräch, ich bin 52 und habe von den 52 Lebensjahren, habe ich 49 Jahre konsequent keinen Sport getrieben. Und zwar keinen Sport im Sinne von kein Sport. Ich bin nicht gnadenlos unsportlich, aber Sport fand ich relativ überflüssig in meinem Horizont, in meiner Welt. Habe das auch nicht gebraucht, weder zum Ausgleich noch zu irgendwas anderem. Und dann irgendwann hat mich meine Tochter mal eingeladen. Ich habe 4 Kinder, 2 Töchter, 2 Söhne. Und meine große Tochter hat mich eingeladen nach Hamburg zum Haspa. Das ist ein Lauf dort in Hamburg. Haspa-Marathon. Sie ist da mitgelaufen und sie wollte einfach nur, dass ihre Eltern da mit dabei sind. Und da waren wir mit dabei. Und dann sind sie da also gelaufen. Und ich habe nur in glückliche Gesichter geschaut bei diesem Lauf. Und da wurde ich irgendwie angefixt von der Idee, mal zu laufen. Und dann bin ich, und meine Tochter hat das auch forcieren wollen, lauf doch auch mal. Du bist schlank, du bist noch relativ jung, das kann man doch mal machen. Und dann bin ich gelaufen in Heiligendamm. Bei einem Familienausflug habe ich mich früh morgens 7 Uhr aus dem Hotelzimmer geschlichen, um die Blamage meines Laufs nicht mit anderen teilen zu müssen. Dann bin ich gelaufen. Und nach 2,5 Kilometern war ich völlig fertig. Also ich war sowas von breit. Das war total enttäuschend. Und dann dachte ich mir, so kann es nicht sein. Dann habe ich mich schrittweise da rangetastet. Und dann bin ich so schnell 5 Kilometer gelaufen und 10 Kilometer gelaufen. Und dann habe ich irgendwann mal einen Halbmarathon mit meiner Tochter, mit Luise, in Potsdam, hinter mich gebracht. Und bei der nächsten Familienfeier habe ich gesagt, wo ich so dann so wurde ein bisschen gestichelt,
naja, jetzt hast du einen Halbmarathon gelaufen, halb ist doch nur halb und du machst doch eigentlich ganze Sachen. Und da habe ich gesagt, könnte alles vergessen, meine Laufkarriere ist beendet, ich laufe so ein bisschen noch für mich, es sei denn, ihr kauft mir Tickets für New York Marathon. Wusste aber, man bekommt die nicht. Und dann wurde ich 50 und habe zum 50. dieses Ticket zum New York Marathon bekommen. Und dann war ich halt verhaftet. Und dann, ja, dann galt es, mich auf dieses Elend vorzubereiten. Ja. Ja, aber läuft, kann man machen. Ist ja. eine Sache, die, also sicherlich mag nicht jeder einen Marathon laufen. Und ob Marathonlaufen gesund ist, weiß ich auch nicht genau. Aber das war wirklich phänomenal, war ein einmaliges Erlebnis. Also das, was da so um diesen Lauf drumherum passiert, Millionen an der Strecke, auf einmal wirst du von wildfremden Menschen 42 Kilometer angefeuert. Die machen das hier folgendermaßen, die haben dann eine Marathon-App auf ihrem Handy und dann machen sie die auf und geben, wenn sie von Weitem dich rankommen, sehen die Nummer ein, also deine Startnummer. Und dann wissen die, wer du bist. Und dann gefühlt brüllen Millionen deinen Namen. Krass. In der Ferne, in der Fremde. Ja. Also ich glaube, wenn jemand mal irgendwann so verrückt ist, das zu tun und da rankommt an die Tickets, man kann das übrigens über Reisebüros buchen, kostet ein bisschen mehr, aber das ist es echt wert. Ja, sehr spannend. Und ist auch wieder ein Thema Disziplin. Also ja. Wenn man das nicht hat, schafft man das auf jeden Fall nicht. Ja. Also da ist viel Schweinehund dabei, aber das lohnt sich wirklich. Ich habe die Anmoderation ja so gemacht, dass ich gesagt habe, Mr. Prozess. Ja. Also deswegen, weil ich dich so wahrgenommen habe, auch so in der Vergangenheit, als derjenige, der strukturierte Prozesse in Agenturen, in Versicherungsagenturen herstellt. Das ist ja so dein Spezialgebiet, wie ich das wahrgenommen habe. Was bedeutet das denn konkret jetzt für die Zuhörer, wenn die sich mal so vorstellen wollen, was du denn so machst? Viele Betriebe laufen sehr intuitiv ab, laufen sehr chaotisch ab. Dann macht man halt die Dinge, die zu tun sind und am nächsten Tag erkennt man, welche Dinge heute zu tun sind. Und dann wird ganz oft das Rad nochmal neu erfunden. Dann schreibe ich eine Art Brief beispielsweise an meine Kunden, aber immer wieder entwerfe ich diesen Brief neu. Obwohl er in 90% identisch sein könnte und trotzdem extrem individuell wirkt, wenn ich das gut mache. Und dadurch geht eine Masse Zeit verloren. Dadurch sind Betriebe ganz oft unsystematisch unterwegs und vor allem geht viel Zeit für Kunden verloren, die man aber haben könnte, wenn man auf einem Fundament funktionierender Abläufe und Strukturen seine Firma führt. Und das ist ja uns im Institut vor circa 15, 18 Jahren aufgefallen, dass das in unseren Beratungen das Kernproblem ist. Und in dem Moment, davor haben wir sehr, sehr stark über Vertriebsoptimierung in Agenturen, in Vermittlerbetrieben und anderen Unternehmen auch gearbeitet. Und dann ist das mehr und mehr in Richtung Prozessoptimierung gegangen. Und heute, glaube ich, ist es das wichtigste Thema schlechthin. Unsere nächste Ausgabe, wir geben einmal pro Jahr seit einigen Jahren eine Zeitschrift raus. Ritter 21 heißt die witzigerweise für 2021. Für 22 heißt sie dann übrigens Ritter 22 und Ritter 21 steht unter der großen Überschrift, und das haben wir noch nie so formuliert, wir lieben Prozesse. Da würdest du vor 10 Jahren abgestraft werden, weil die Vertriebsvorstände von Versicherern sagen, also eine Firma, die Prozesse liebt, die möchten wir echt nicht beauftragen, weil wir lieben Umsatz. Aber heute ist die Erkenntnis so im Kopf aller Beteiligten, dass ich nur auf dem Fundament guter Abläufe die Zeit für gute Umsätze habe. Und im Gegenteil, wenn ich gerade, du bist ja auch in Social Media sehr aktiv, wenn ich in den verschiedenen Möglichkeiten, wo ich passiv Kunden gewinnen kann, gut unterwegs bin, also auch da gute Prozesse habe, umso erfolgreicher ist meine Firma. Also heute geht an dem Thema für mich nichts vorbei. Was die meisten nicht wissen, die jetzt über unser Unternehmen sich informieren, wir sind natürlich nach außen zu 100% auf die Versicherungswirtschaft Assekuranz fokussiert. Das sind wir aber in unserer PR-Arbeit nach außen. Wir machen nebendran auch viel für andere Branchen. Aber um die Marke nicht zu verwässern, sind wir als Institut Ritter, das ist unser Anspruch, das führende Unternehmen in der unternehmerischen Weiterentwicklung von Versicherungsvermittlern, Agenturen, Maklern im deutschsprachigen Raum, weil ich bin der festen Überzeugung, dass jedes Unternehmen, um einen Markt fest bestreiten zu können, solches Alleinstellungsmerkmal braucht.
Ja, sehe ich genauso. Also ich denke, wenn man das jetzt aufweiten würde und würde sagen, das Ritterinstitut wäre für alle da, offiziell nach außen, dann wird der Fokus verloren gehen. Genau. Und dann, so nehme ich dich ja auch wahr, dass dein Institut so das führende Institut ist in dem Bereich der Agenturentwicklung. Und ich denke, das würde sich verwässern, wie du sagst, wenn es nicht so wäre. Genau, richtig. Und jetzt ist ja so die Frage, um dahin zu kommen, dass man das führende Institut ist, was macht ihr denn anders als alle anderen? Weil es gibt ja sicherlich andere auch, die versuchen, in den Markt hineinzukommen. Aber wenn man sich mit Agenturentwicklung auseinandersetzt, dann kommt man ja an dem Ritterinstitut gar nicht vorbei. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Ich habe mal vor garantiert 2,5 Jahrzehnten ist es her, habe ich mal gelesen, verwende deine Arbeitszeit immer maximal zu 2 Drittel mit den aktuellen Aufträgen und separiere 1 Drittel, indem du dich um Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung deiner Leistung kümmerst. Wenn du das machst, wenn du also zu einem großen Teil, 1 Drittel ist ein großer Teil, man könnte ja auch nur 3% nehmen, ne? Wenn du dich zu einem großen Teil damit beschäftigst, wie kann ich promoten, was ich tue, dann erlangst du Bekanntheit. Und wer bekannt ist, da geht so eine Vermutung der Kompetenz einher. Wer bekannt ist, muss kompetent sein. Ich weiß nicht, ob wir in unserer Arbeit die kompetentesten im deutschen Markt sind. Das weiß ich nicht, weil ich andere gar nicht kenne, die eventuell noch sehr viel mehr fachliche Detailkompetenz mitbringen als wir. Könnte sein. Auf jeden Fall sind wir die mit Abstand bekanntesten in unserem Markt. Und dadurch wiederum erlangst du aber so viel Erfahrungen in der Branche. Wir haben jetzt über 9.400 Betriebe beraten in den letzten Jahren, also ausschließlich Agenturen, Vermittler, Makler. Ich glaube, kein Unternehmen hat derart großen Erfahrungsschatz in was funktioniert und was nicht funktioniert, im Best Practice der Branche. Und insofern glaube ich, dass wir dadurch wiederum auch aus der Bekanntheit resultiert praktische Kompetenz, und die halte ich für sehr, sehr viel wertvoller als theoretische Kompetenz, die man irgendwo im Studium lernt. Und ich glaube, das ist wichtig. Bekannt werden ist wichtig. Ja, also kann man vom Grunde her sagen, dass viele Unternehmen kein Qualitätsproblem haben, sondern eher ein Bekanntheitsproblem. Würde ich genauso sehen. Und das ist die große Chance auch von Social Media, von Viralität, von Außenwirkung, von Ausstrahlung, die dadurch auch einhergeht. Weil die Bekanntheit auch diejenigen, die jetzt deinen Podcast hören, die hören einen Podcast von einer regionalen, hochprofessionellen Versicherungsagentur. Dieser Podcast gibt Impulse, und gleichzeitig dokumentierst du auch durch deine Art und deine Arbeit, welche Qualität hinter eurem Unternehmen steht. Und deswegen ist es nur folgerichtig, dass wenn jemand dann in und um Schwerte darüber nachdenkt, ich brauche Versicherungsbetreuung, wie nehme ich denn, dann auf dich zu kommen, weil das wäre der beste Weg, den derjenige auch gehen kann. Also du realisierst es mit dem Podcast genauso, und das halte ich für extrem wertvoll. Und viele glauben halt, es ist ehrenrührig, an der eigenen Bekanntheit und an der eigenen PR zu arbeiten. Es ist nicht ehrenrührig, es ist unternehmerisch fatal, es ist nichts zu tun. Das ist auch mit ein Grund, warum wir das ja machen, ne? Also um einfach zu zeigen, was wir denn alles so tun, weil viele auch gar nicht wissen, was wir überhaupt alles machen. Deswegen ist so dieses Social Media, Podcast und so ist ein großer Teil, um den Menschen da draußen zu zeigen, dass wir halt nicht so sind wie alle anderen und halt auch gerade so dieses Thema Persönlichkeit und persönliche Betreuung lieben. Und deswegen auch diese persönliche Art in diesem Podcast. Jetzt gibt es ja welche, die hier zuhören und sagen, ich habe jetzt bei mir mich vielleicht selber erkannt. Ich bin selber in einem Unternehmen tätig, wo vielleicht keine strukturierten Prozesse sind, wo ich vielleicht in meiner eigenen Arbeitsweise nicht strukturiert arbeite. Kannst du da den Zuhörern mal so zwei konkrete Tipps geben, wie die jetzt konkret anfangen können, ihre Prozesse zu optimieren oder ihre Arbeitsweise zu verbessern? Also ich würde spontan einmal überlegen, welche Aufgaben muss ich in meiner Branche, in meiner Firma regelmäßig realisieren, die immer wiederkehren. Diese immer wiederkehrenden Aufgaben sind eigentlich Nummer eins, indem ich beginne zu optimieren. Weil immer wiederkehrende Aufgaben sollte ich mir erleichtern. Wenn immer wiederkehrende Aufgaben gar nicht so wichtig sind, dann müsste ich sie in Frage stellen.
Viele machen immer wieder Dinge, heften irgendwelches Zeug ab, was sie aber noch nie gebraucht haben. Oder legen neben digital auch noch irgendwo Analogdaten ab, die sie aus welchem Sicherheitsgefühl auch immer auf dem Wege noch doppelt sichern. Also solche Sachen gehören abgeschafft. Alles, was nicht notwendig ist, sollte nicht sein. Unternehmen sind heute erfolgreich, wenn sie einfach funktionieren, wenn sie so schlank wie nur möglich funktionieren. Und dann die Aufgaben, die wichtig sind und immer wiederkehren, die wiederum, die sollten vereinheitlicht werden. Da sollte es Checklisten geben, da sollte es Vorlagen geben, Texte, die ich immer wieder neu schreibe, da sollte es Textbausteine geben. Also in dem Moment, wo ich Dinge vereinheitliche, aber darauf Acht gebe, dass sie trotz Standard noch sehr persönlich und individuell wirken. Die müssen es nicht sein, die müssen nur wirken, für meinen Kunden wirken. Dann gehe ich schon den ersten Schritt in die Optimierung. Und je mehr ich darüber nachdenke, wer einmal auf der Reise ist, seine Firma besser zu machen, dem werden immer mehr Dinge auffallen, die er dann noch besser machen kann. Das heißt, sich mit Prozessen zu beschäftigen oder mit solchen Dingen zu beschäftigen, das ist am Anfang ein großer Schritt, weil das so ein bisschen nervt. Und ich bin ehrlich, mich nervt das selbst genauso. Also bei uns im Unternehmen bin ich nicht der Verantwortliche für die Prozesse, weil es mich nervt. Das glaubt mir kein Mensch, dass mich das nervt, aber es ist halt so. Aber ich halte es für elementar wichtig und deswegen braucht jeder Unternehmer, braucht im Unternehmen jemand, den es eben nicht nervt, der das gern macht, der so strukturiert ist von seinen Fähigkeiten, von seiner Art, wie er tickt, dass er das mag. Und dann ist derjenige auch jemand, der sich damit so arrangiert, dass er es gern macht und die Firma voranbringt. Ja, vielen Dank für diese wertvollen Tipps. Ich würde gerne mit dir einen kleinen Zeitsprung machen in deine Vergangenheit. Und zwar in dem Moment, als du damals, ich sag mal, in dem Biergarten saßt und dann hinter die Entscheidung getroffen hast, loszustarten. Und dann geht man ja so los. Und da gab es doch bestimmt auch gewisse Herausforderungen. Vielleicht hat mal irgendjemand versucht, einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen oder so.